So, nun ist es wieder soweit. Es wird hier die Analysen des Tages besprochen und ein Ausblick auf den nächsten Handelstag versucht darzustellen. Doch zunächst einmal hier der Risikohinweis und dann gehen wir hier die Analysen durch, welche hier schon ein paar sind alt. Lassen wir uns mal von hinten durchgehen. Erstmal hier das DAX-Update. Kann man kurz besprechen, was heute Morgen möglich gewesen wäre. Hier ein Rücklauf an diese Kaufzone. Der Markt drehte aber 8 bis 10 Punkte weiter oben und konnte dann ein neues Hoch ausbilden. Hier war eben noch nicht klar, ob hier die Bewegung fertig ist oder ob noch ein Hoch fehlt. Jetzt hat hier das, hier kam hoch und nun kann man in meinen Augen hier eben in den unteren Zeitebenen, wenn ein Short-Signal auftauchen sollte, das auch handeln. Also hier vermutlich unter 10.643 könnte es morgen dann etwas dynamischer nach unten gehen, das heißt diese ganze Bewegung von erstmal von diesem Bewegungsarm kann korrigieren, dann werden wir wahrscheinlich auch etwa hier landen oder eben ein Stück höher. Der Stopp ist aber relativ eng, also hier ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von circa 1 oder ein bisschen mehr. Das wäre auch gleichzeitig der Ausblick dann für den DAX für morgen. Nachbörslich folgen noch ein paar Quartalszahlen, da kann sich das wieder ein Stück ändern. Lufthansa, wer hier letzte Woche oder auch diese Woche das Ganze verfolgt hat, ursprünglich lag er direkt hier unten, wurde 10 Cent hochgeschoben und auch genauso der Stopp. Und hier hat man jetzt das Risiko verdient. Man könnte hier jetzt hier eine Teilposition verkaufen. Und der Rest auf einen Stand nachziehen, dann kann nichts, absolut nichts mehr passieren. Da hätte man ein halbes R verdient. Sonst bleibt es hier etwa auf 11 Euro das Kursziel. Gold ging heute gut ab, da gab es eben auch ein Setup mit hier, mit dieser Stop-Buy-Marke von 1260. Risiko war rund 10 US-Dollar. Und auch hier wurde das Risiko schon verdient. Und ja, man hofft hier aber auf weit höhere Kurse. Britische Pfund gegenüber australischer Dollar dürfte zum Glück eben nicht aktiviert worden sein. Da gab es noch einen Abverkauf. Die Stop-Buy-Marke wurde nicht erreicht. Klar beschrieben, dass es unter dem Tief, ja, beziehungsweise unter der Buy-Trigger-Marke kann hier Abwärtsbewegung fortgesetzt werden. Und so war es dann auch. Gold Mining Group, wer hier letzte Woche eingestiegen ist, konnte schon 10% machen. Barrick Gold war jetzt heute noch ein Setup. Da ist dann tatsächlich von, wie gesagt, heute Setup vor Boss. Er war nicht ganz Vorbörse oder 10 Minuten schon gehandelt, also kurz nach. Hier hat sich der Wert schon fast an den EMA 50 aufgemacht und hier noch erstmal das kleinere Kurspotenzial abgearbeitet. Schaut man jetzt auf den Silber- und auf den Goldpreis an sich in den unterschiedlichen Zeitebenen, da ist Silber etwas, ja, wirkt nicht sehr dynamisch. Leider hängt hier an der Unterkante noch fest. Also wenn sich das alles hier über 1760 noch
halten kann, der Silberpreis, dann könnte es jetzt auch nur Richtung erstmal 18 US-Dollar gehen. Idealerweise, das sieht man hier im Tageschart, wäre es sogar ein Kursziel eigentlich eher von 18,30 möglich. Dann würde er hier auf eher auf einen hartnäckigen Widerstands Niveau treffen. Der Wochenchart, ja, kommt ja auch erstmal in den EMA 200 hin. So, das war Gold, das war Silber. Gold hat hier im Tageschart einen, ja, Widerstandsbereich erreicht. Auch hier kann jetzt möglicherweise der EMA 200 auf Tagesbasis nicht durchbrochen werden. Muss in den unteren Zeitebenen. Ja, schöner wäre es hier direkter Durchmarsch. Mal schauen, wo sich das dann morgen Vormittag, wo sich da der Goldpreis dann findet. Also idealerweise natürlich nicht unter unter die Beitrigger-Marke sollte es nicht mehr zurückfallen. Sonst könnte es auch, aber das wäre wirklich ein sehr bullischer Fall, bleibt einfach über 1268. Zum, ja, US-Dollar, kanadischer Dollar war hier heute Vormittag noch die Rede, wenn der das Level hält, neues Tief in Richtung, ja, ein Stück weiter unten, jedenfalls nicht unter der 1, Runden 1 30er Marke, aber wer hier, ich schaue mal in den ganz unteren Zeitebenen, ja, das war hier schon ein Abverkauf. Wer hier das Paar natürlich intraday gehandelt hat, konnte hier vielleicht Teilgewinne sichern oder spätestens nach dem eigenen System, wenn man den Stopp nachzieht, Gewinne machen oder eben auch mit plus minus null dann raus, wenn man den Stopp nicht nachgezogen hat. Aber hier ist jetzt sind die zwei Bewegungen passiert, die eingezeichnet worden sind. Ein Tief runter, hoch und dann nochmal runter, dass es natürlich so schnell hoch geht, war ich auch nicht am Rechnen und konnte das hier live mitvollziehen. Das war schon mittags eben oder heute Morgen das Gespräch aktiviert. Hier schöner Ausbruch, mehr oder weniger mustergültig. Da passt alles. Jetzt muss nur noch das Hoch rausgenommen werden. Also, wie Sie sehen, sehr viele Setups, die aufgehen. Hat sich gelohnt, definitiv. Und nun wünsche ich allen noch, wer das Video in der Zwischenpause rein anschauen kann, noch einen schönen Champions League Abend. Bis morgen.